alle wissen es vielleicht nicht. Bei einer Pressekonferenz am Brucker Koloman-Wallisch-Platz wurden die heurigen Sommerhighlights vorgestellt und eine Veranstaltung sei dabei ganz besonders erwähnt. Überall dort, wo der Fiskus nicht mehr kann oder nicht mehr will, sind es Privatinitiativen, die fördern. Man nennt das soziale Kompetenz. Und hier wird sie gelebt. Ja, über den Sportverein und über unsere Firma, über die Firma Grill, sind wir immer bedacht dran, Soziales zu leisten. Und vereinsmäßig haben wir gesagt, ja, machen wir eine geile Veranstaltung in Bruck. Ja. Das, was wir voriges Jahr das erste Mal gemacht haben, das war der Wiener Wahnsinn. Das ist eine Kultband, Austropop-Band. Das Beste momentan, glaube ich, am österreichischen Austropop-Sektor. Und haben wir gesagt, ja, wir werden es ein zweites Mal noch mal holen. Und wir haben die für 27. Juli bekommen. Das war der einzige Termin, was frei war von ihnen. Und die freuen sich schon, dass sie wieder in Bruck spielen können. Und das Echo in Bruck war so geil, dass die Gruppe noch mal kommt. Und darum haben wir es auch gemacht. Bei diesem Event geht es aber nicht nur um den musikalischen Genuss. Auch will man mit dieser Benefizveranstaltung dem Jugendfußball noch bessere Möglichkeiten bei Training und der Weiterbildung schaffen. Jugend kostet natürlich sehr viel Geld, Jugendarbeit. Der SC Bruck ist sehr bedacht darauf, seine eigene Jugend in die Kampfmannschaften heranzuführen und auch in höheren Ligen zu spielen. Darum haben wir sich aber was einfallen lassen. Mit dieser Veranstaltung Wiener Wahnsinn kommt die kompletten Einnahmen der Jugend des SC Bruck und auch den jungen Kampfmannschaften des SC Bruck zugute. Und darum hat die Firma Grill eine Vespa im Wert von 5.399 Euro gesponsert. Da haben wir eine SC Bruck Vespa draus gemacht, ja, die was verlost wird, und die ganzen Einnahmen von Losverkauf oder Gastro und alles kommt alles den SC Bruck zugute.